Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transportfieber 2. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich habe heute was Tolles vom Mad Hatter für euch, ist im Steam Workshop erschienen und ist der Bahnhof aus Kleckten. Und ich kann vorwegnehmen, hat ein ziemlich einzigartiges Design, was ich so noch nie in Transportfieber gesehen habe. Sehr, sehr cool und natürlich ein sehr, sehr großes Dankeschön an den guten Mad Hatter. Link zum Download ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Und wie immer vorweg, das Ganze geht natürlich oder gilt natürlich nur für den PC. Auf der Konsole haben wir ja leider keine Mod-Unterstützung. Ja, gehen wir mal hier rüber. Zu finden natürlich unter Schiene, Gebäude und dann habt ihr hier die Kleckten Station. Könnt euch hier den Gleistyp einstellen und ob Oberleitung ja oder nein. Und dann haben wir hier die Kleckten Station. Sehr, sehr cooles Design. Ziemlich unique. Mit dem Bahnhofsgebäude so ja, im 90-Grad-Winkel quasi am Bahnhof dran. Finde ich sehr, sehr genial, bin ich ganz ehrlich. Hier haben wir dann auch noch einen ja, überdachten Bereich, wo man sich aufhalten kann. Und hier haben wir noch eine Einbuchtung für Kopfgleise. Denn ihr könnt, wenn ihr draufklickt, das Ganze modular ausbauen. Nehmen wir uns mal hier die Holzschwellen. Dann könnt ihr euch nämlich hier wunderbar Gleise reinziehen. Das mittlere Gleis gilt natürlich nicht als Terminal, weil hier kann ja keiner aussteigen. Deswegen hauen wir uns hier die Plattform rein. Da habt ihr hier auch Mad Hatter Platforms. Einmal mit und einmal ohne Assets. Baut ihr euch hier rein. Und dann könnt ihr natürlich hier euch die Gleise weiterziehen, wie ihr das möchtet. Also hier könnt ihr wirklich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und hier passen natürlich auch alle anderen Plattformen dran. Ne? Ihr könnt jetzt auch ganz normal die Standard-Vanilla-Plattform nehmen. Die könnt ihr euch hier natürlich auch reinlegen. Aber ich finde, die Vanilla-Plattformen haben halt immer so einen großen Abstand zum Gleis. Ne? Das seht ihr hier. Hier ist das quasi bündig mit dem Schotterbett. Und die Vanilla-Plattformen, die sind immer so... Nicht das Yellow from the Egg, wie man immer so schön sagt. Deswegen nehmen wir mal die mitgelieferten. Verlängern das hier auch. So, hier hauen wir uns noch Gleise rein. Und hier an der Seite nochmal eine Plattform. Und schon habt ihr einen ziemlich genialen Bahnhof, wie ich finde. An der Seite könnt ihr auch noch Gleise reinlegen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir hier... Ne, hier können wir keine Plattform mehr reinlegen. Also das geht leider nicht. Da müsstet ihr jetzt... Probieren wir mal aus. So. Das Ganze ein bisschen verlängern. Hier wieder Gleise rein. Und dann so. Und dann müsste ja eigentlich... Ja, können wir hier das Ganze so ausbauen. Und dann habt ihr hier auch nochmal Kopfgleise. Na, habt ihr hier... Terminal 1 und Terminal 2. Hier habt ihr Terminal 4. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Jetzt verstehe ich das auch. Manche Sachen erschließen sich dann erst beim Vorstellen. Guckt mal, ihr könnt hier das rausnehmen. Und dann könnt ihr euch hier euer Gleis reinlegen. Müsste man jetzt natürlich ein bisschen länger bauen, damit das auch funktioniert. So. Ich zeige euch das mal. Machen wir noch eins länger. Und dann können wir nämlich hier, hier ein Gleis, da ein Gleis und hier auch. Und hier ziehen wir uns die Gleise selber. So. Und dann könnt ihr nämlich hier euch Weichen reinbauen. Da ist die Krümmung zu groß. Und ein bisschen so. Und dann habt ihr nämlich hier Terminal 1 und 2, Terminal 4 und 5. Nehmen wir jetzt bin ich noch in der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann könnt ihr hier aber auch noch
Plattform reinlegen. So. Und so habt ihr euch das alles wunderbar geteilt. Und hier könnt ihr wirklich echt ausprobieren, wie ihr das Ganze haben möchtet. Ja, ihr könntet jetzt auch hier, das kann man auch, naja, davon jetzt zwei hier reinzubauen, macht nicht wirklich Sinn. Man hat das hier aber auch noch ohne, ne? Dann könnt ihr hier das Ganze so bauen. Das ist also auch möglich. Also das könnt ihr auch mehrfach verwenden. Aber dieses Gebäude mit Winkel, das geht halt wirklich nur mit diesem Platz davor. Und so habt ihr das Gebäude aber auch nochmal gerade, wenn ihr das an ganz normale Durchgangsbahnhöfe dran bauen wollt, ist das also auch ohne Probleme möglich. Ja, schönes Teil. Was auch noch mitgeliefert wird, sind Assets, findet ihr hier unter Mad Hatter, und dann habt ihr hier Clacton Station Assets, da ist quasi alles dabei, von Bänken über Mülltonnen, Laternen, ja, Laternenmast quasi, ohne Laterne oben dran. Dann habt ihr hier noch die, ja, diese Pfosten, diese Pillars vom Dach, also von der Dachkonstruktion. Das Dach könnt ihr bauen, das zweite Dach, noch mehr Posten, einen Zaun, das Stationsgebäude und so weiter und so fort. Sogar hier die Werbeplakate könnt ihr bauen, den Taxistand und den Park, den habt ihr auch noch mal mit dabei, und dann könnt ihr euch hier auch ja, die Höhe und die Breite noch einstellen. Schönes Teil, also wirklich auch, wie gesagt, sehr, sehr einzigartig das Design, wie ich finde. Schön, also Mischung aus Kopf- und Durchgangsbahnhof gefällt mir sehr, sehr gut. Schön, ich finde es klasse, ich hoffe ihr auch. Wenn ihr den Bahnhof benutzt, wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.